Guten Morgen und willkommen zum Tag danach, nach dem Patch. Der 14.12. hat den Mid-Season-Patch rausgebracht und wir haben jetzt endlich die Raids drin. Aber vorneweg, wir haben den Clan aufgemacht. Er heißt DMZ Germany, er ist offen für alle, ihr könnt gerne reinkommen. Wir werden gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist ein DMZ-Clan, wo ihr euch austauschen könnt, Partys finden könnt, gemeinsam zocken könnt, Tipps geben könnt und so weiter und so fort. Solange alles gut läuft, lassen wir ihn offen. Aber wenn es eskaliert, werden wir ihn auf Einladung stellen. Wir haben schon einige Administratoren. Wer Lust hat, da was mitzumachen, zu helfen, gibt gerne Bescheid. Aber jetzt erstmal zu den Raids. Um auf die Raids zu kommen, müsst ihr erstmal ganz runterscrollen und hier unten bei Modern Warfare selbst kriegt ihr ein Untermenü. Wenn ihr hier auch wieder runterscrollt, habt ihr ganz, ganz unten den Kampagnenmodus und eins oben drüber den Kooperativmodus. Und hier seht ihr schon Atomgrad. Das ist die Raid-Map, die erste. Es gibt 5 Episoden, die werden kommen in der nächsten Zeit. Mit Atomgrad haben sie erstmal angefangen, Episode 1. Und es ist eine schwere Mission. Denkt erstmal dran, man kann nur mit dem Originalspiel reingehen. Also ihr müsst das Spiel gekauft haben, Modern Warfare 2. Und ihr braucht einen Key. Und darum soll es jetzt gehen. Wie kommt man an diesen Key ran? Viele Leute haben jetzt Probleme, einen Key zu bekommen, wissen nicht, wie sie gerade diese Mission hier starten können. Also, ihr seht hier oben rechts den Text. Jedes Team benötigt eine Überfallzuteilung. Verdiene sie dir nicht durch einen Platz unter den... wieso habe ich jetzt nicht gesagt? Verdiene sie dir durch einen Platz unter den besten 20 im Battle Royale, erstens. Oder dem Extrahieren mit dem 4. Helikopter mit 30.000 in DMZ, zweitens. Oder durch das Abschließen von täglichen Herausforderungen im Koop- oder Mehrspielermodus. Mit Koop-Modus sind die Missionen hier unten gemeint, Veteranen, Atomgrad, Sperrgebiet und so weiter. Da könnt ihr sozusagen mit einem Random-Spieler oder mit einem Kumpel zu zweit reingehen und dann diese Mission spielen und die Herausforderungen lösen. Mir wurde bereits gesagt, dass hier diese Herausforderungen buggy sind. Also es funktioniert nicht. Wenn ihr hier alle Herausforderungen erfüllt, bekommt ihr keinen Key zum jetzigen Zeitpunkt. Die zweite Möglichkeit ist der Mehrspielermodus. Und da gehen wir jetzt mal rein. Und wenn mich nicht alles täuscht, ich wollte gerade sagen, haben wir schon alle erledigt, aber sie sind resettet. Und jetzt sehen wir hier was. Interessant. Hier ist jetzt die Überfallbezeichnung drin. Erreiche 3 Operator-Abschüsse mit dem Nachschub extra. Oh mein Gott, ist das einfach, Leute. Also einfach 3 Kills machen mit dem Nachschub extra. Ich würde sagen, das machen wir jetzt. Wer jetzt nicht genau weiß, was Nachschub extra bedeutet, also ihr geht unter eure Perks und hier unter dem 3. Perk habt ihr den Nachschub extra. Das heißt also wirklich Nachschub und das sorgt dafür, dass ihr mit einer zusätzlichen Primärgranate einsteigt. Habt ihr also 2 Semtex zum Beispiel. Also ich habe hier die F-Tech ausgewählt und im Grunde genommen geht es darum, dass ihr einfach nur dieses Nachschub extra ausgewählt habt, wie ihr jetzt die Kills macht. Also ihr müsst jetzt nicht mit einer Granate aus dem Nachschub extra einen Kill machen, das ist völliger Quatsch. Einfach reingehen, ein paar Kills machen und ja, ich hoffe, dass ich auch die F-Tech ein bisschen level dabei. Junge, was ist denn da los schon wieder? Ey, das gibt's doch gar nicht. Ey, es ist doch nicht wahr, wirklich. D-Dos. Junge, warum aktivierst du D-Dos, wenn da jemand steht? Verteidige dich doch erstmal. Bro! Feindliche Drohne aktiv. Gib dir gleich feindliche Drohne aktiv. Und here we go. Nachdem ihr also jetzt ganz entspannt auf relaxed die Abschüsse gemacht habt, habt ihr jetzt theoretisch den Key und wir gucken direkt mal rein, ob es geklappt hat. Also einmal zurück zu Atomgrad, Kooperativ, hier drauf und hier unten sehen wir jetzt, aha, Party. Der Überfall erfordert eine Party von 3, das heißt, wir können jetzt tatsächlich eine Gruppe auswählen und starten. Wir müssen 2 Leute einladen, es ist übrigens wirklich so, dass es nur zu dritt geht. Also wenn ihr einen Kollegen habt, das mit ihm machen wollt, das geht gar nicht. Die Spielmechanik, ich will jetzt nichts spoilern, was euch in dem Raid erwartet, aber die Spielmechanik lässt es schon gar nicht zu, dass ihr nur zu zweit reingeht, weil ihr dadurch gewisse Missionsteile gar nicht machen könnt. Wem das jetzt aber zu schwer ist oder einfach das Spiel nicht hat. Viele haben ja natürlich Modern Warfare 2 nicht gekauft und haben nur die kostenfreie Warzone 2 Version. Da geht ihr einfach unten einmal auf den Battle Royale Modus. Und zwar ist das so, dass Battle Royale momentan, oder Activision besser gesagt, einen neuen Modus rausgebracht hat, der es super einfach macht, an so einen Key zu kommen. Und zwar ist hier der neue Mini-Royale-Dreier-Modus drin. Und das Geile ist, die Herausforderung sagt ja, dass ihr einmal unter den Top 20 landen müsst. Einmal unter den Top 20. So, ich sag's, ist wie es ist. Ich spiele keinen Battle Royale. Ich habe noch nie hier eine Warzone 2 Runde gespielt, noch keine einzige. Wir probieren das jetzt mal aus, wie schnell es denn geht, unter die Top 20 zu kommen. Ja, bin ich mal gespannt auf unsere allererste Battle Royale Runde. Wir müssen ja nur unter die Top 20 kommen.
Das sollte nicht so schwer sein, dadurch, dass im Mini-Battle Royale ja viel weniger Spieler drin sind. Und wir haben 21 Teams. 21 Teams, okay. Das heißt, wir müssen ein Team überleben. So, wo gehen wir denn runter? Wow, das ist wirklich ein kleiner Teil der Map, ne? Guck mal, ich finde, es ruckelt gar nicht so sehr. Ich sehe mal, dass es so sehr ruckelt. Gut, vielleicht liegt es auch daran, dass jetzt das Ganze auf der Mini... Ihr müsst mir mal sagen, ob es bei euch ruckelt. Ruckelt der Mini-Battle Royale-Modus bei euch? Also wenn man anfangs reingeht? Ich finde, es sieht gerade sehr, sehr gut aus. So, und das war's schon. Ein Team ist down. Wir sind in den Top 20. Easy. GG's. Spielen wir mal ein bisschen weiter. Aber im Grunde genommen sind wir jetzt unter den Top 20 und das zählt hier im Battle Royale Mini-Modus, dass ihr hier auch den Key bekommt. Do prdela. Ideme, Sko. Je crack. Jo. GG's. Die dritte Möglichkeit, um einen Raid Key zu bekommen, ist der DMC-Modus. Da müsst ihr den vierten Helikopter nutzen, also den allerletzten. Und ihr müsst $30.000 dabei haben in bar. Das heißt, auch das ist eigentlich nicht so schwer. Der letzte Helikopter wird in der Regel selten besucht. Mal gucken, ob sich das ändert. Wir werden das gleich mal im Livestream ein paar Mal testen. Aber denkt dran, ihr müsst ja trotzdem 20 Minuten warten, bis der Kreis sich schließt und dann nochmal 10 Minuten warten, bis der Helikopter kommt. Das heißt, da geht einfach mal eine halbe Stunde drauf. Also wenn ihr schnell diesen Key haben wollt, ist der DMC-Modus erstmal das langwierigste und die schlechteste Möglichkeit. Und was ihr auch nicht vergessen dürft, der Key hält nur eine Woche. Also denkt dran, den Key jede Woche zu erneuern. Und denkt auch dran, die Raids dauern 2 Stunden. Das ist schon eine Zeit lang. Also in 2 Stunden... 2 Stunden solltet ihr euch reservieren mit euren Kumpels und Freundinnen und Freunden, das zu machen, weil das kann sich doch ein bisschen ziehen. Aber es soll wohl sehr, sehr anspruchsvoll sein und viel Spaß machen. Wir werden das auch nachher mal testen. Ich freue mich schon sehr auf den Raid-Modus, der auch die Geschichte so ein bisschen weiterführt von der Kampagne. Leute, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die Kanalmitglieder. Ihr seid alle herzlich willkommen in der DMC Germany-Gruppe. Vielen Dank für alles, Leute, und wir sehen uns live. Ich sag auf Wiedersehen, bis später. Hasta luego und hasta la vista.